Es galt, lustige Spiele zu spielen, komische Faschingsfrösche zu basteln und in unerforschte Welten vorzudringen. Beim Kinderfasching in der Pfarre Volzberg konnten sich die jungen Faschingsnahen so richtig austoben und jede Menge erleben. Hier im Hintergrund der Kinderfasching mit verschiedenen Stationen, gleichsam wie bei einem Zollstock. Da gibt es auch verschiedene Abschnitte und wir haben heute den Pfarrhof auch in verschiedene Abschnitte gegliedert. Der Pfarrsaal, wo Musik spielt und getanzt werden kann, der Keller, wo es ein bisschen gruselig zugeht, wo man neugierig sein kann, wo ist da was versteckt, eine kleine Maus oder eine Naschsach. Irgendwas ist für jeden dabei. Hier wird gemalt und gerätselt und gebellt und alles Mögliche. Wir zusammen in dem Sinn schon, wenn ich denke, einmal 17 Jahre da unterwegs auf dieser Baustelle Kirche, wo wir jedes Jahr diesen Kinderfasching haben, jedes Jahr das Angebot machen. Wer Glück hat, kommt. Wer Spaß hat, soll sich daran freuen. Prinzessinnen, Marienkäfer, Polizisten. Sie alle haben sich in den Räumlichkeiten der Pfarre Volzberg versammelt, um gemeinsam Fasching zu feiern. Aber wie passt das eigentlich zusammen, Fasching und Kirche? Das passt, glaube ich, gut her, obwohl man sich das früher eher weniger vorstellen konnte, weil einfach der Fasching eine Zeit ist, in der sich Menschen freuen sollen, auch ein bisschen übermütig sein sollen, Dinge tun, die man sonst nicht immer tut. Aber insgesamt geht es, glaube ich, um die Freude, um die Lebensfreude. Und die ist ja ganz, ganz wichtig. Die wollen ja auch wir als Kirche fördern. Gott will ja unsere Freude. Und wenn wir für die Kinder das bieten, sollen sie einfach diese Erfahrung machen. Kirche ist nicht nur ruhig sein und beten und nur brav sein müssen, sondern sich auch freuen dürfen, lustig sein dürfen, einmal übermütig sein dürfen. Und damit spüren sie vielleicht auch, dass Gott diese Freude will und dass letztlich Leben bestimmt ist, freudvoll und gut zu werden auf Dauer. Dass das das Letzte ist, was uns erwartet, was dahinter steht hinter allem. Hinter dieser Faschingsparty heute verbirgt sich die Jungschau-Gruppe, allen voran natürlich wieder mit dem Martin Rapp, die ja eigentlich das ganze Jahr über sehr viel machen. Die machen jedes Jahr, also das gesamte Jahr über für die Kinder sehr viel. Sie waren ja vor einiger Zeit auch bei einem Jungschau-Lager, das immer ein Fixpunkt ist, das sehr gut angenommen wird. Und wöchentlich die Jungschau-Stunden und viele andere kleine und größere Angebote für die Kinder. Sie sollen uns einfach positiv erfahren. Darum geht es, Kinder, Jugendliche, man soll sie nicht irgendwie überreden, auch nicht nur zu etwas zwingen, sondern sie sollen uns positiv erfahren und vielleicht irgendwann einmal später, wenn sie erwachsen werden, draufkommen, da könnte doch bei dieser Kirche was dahinter sein, das uns dient in unserem Leben und uns weiterhilft. Faschingsfeier in der Pfarre Volzberg. Ein Nachmittag, den die Kinder zweifellos genossen haben.